Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen bei uns im Labor Hütli. Schön, seid ihr dabei. Guten Abend. Ja, ich glaube, mein Requisit zeigt schon, um was es heute Abend geht, nämlich um Wind und Wetter. Und wenn schon so Wetterkabriolen uns alle immer wieder im Leben beschäftigen, haben wir gefunden, genau das ist das Thema und auch das verbindet unsere vier Gäste. Das sind nämlich heute Abend meine Gesprächspartner. Wegen einem struben Unwetter ist von einem Moment auf den anderen bei ihr alles in Frage gestanden. Aber aufgeben hat die Dame noch nie. Und auch mit 86 nicht. Sein schwimmende Varieté hat in den letzten 20 Jahren jeder Wetterkabriole standgehalten und Gäste ihm treue. Denn dieser Mann lebt seinen Traum und verzaubert damit Besucher. Und für sie gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstungen. Nass wird die erfolgreiche Surferin sowieso, wenn sie in ihren oder auf ihren Wellen reitet. Ja, und meine Damen und Herren, wenn es schon um Wetter geht, möchten wir natürlich als ersten Gesprächspartner jemanden haben, der perfekt Bescheid weiss, wenn es um Wind und Wetter geht. Nein, es ist nicht der Kollege Bucheli, es ist ein distinguierter älterer Herr. Und er beschäftigt sich hauptsächlich mit diesen wunderbaren, antiken Schmuckstücken, den Wetterhäuschen nämlich. Dank ihm sind die 100-jährigen Häuschen, die es in der Schweiz zur Zeit des 19. Jahrhunderts reihenweise gegeben hat, noch einigermaßen intakt. Er ist nämlich einer der letzten, der überhaupt noch in der Lage ist, die kleinen Wetterpropheten auch entsprechend zu unterhalten, zu flicken. Er hat bei sich daheim so etwas wie eine Wetterhäuschen-Klinik eingerichtet. Und dort drinnen werden die Patienten dann behandelt, wenn ihnen der Schnuff ausgeht. Ich freue mich, ihn als ersten Gast zu haben. Herzlich willkommen, Karl Vögeli. Herr Vögeli, guten Abend. Schön, seid ihr da. Haben wir Platz. Den Schirm habe ich bei mir. Herr Vögeli, ihr wisst einiges über Wind und Wetter. Seid ihr denn einer von diesen Wetterfröschen? Nein, bin ich gar nicht. Ich bin der, der den Wetterfröschen das Werkzeug zur Verfügung gestellt hat oder gebracht hat. Also die meteorologischen Messgeräte? Die meteorologischen Messgeräte. Woher hättet ihr denn euer Wissen? Ja, es ist ja so. Ich habe das Wissen natürlich vor allen Dingen aus der Werk der Lieferanten, wo ich während der beruflichen Tätigkeit natürlich viel war, in Göttingen oben. Und Physik und Chemie haben mich auch in der Schule schon sehr interessiert. Und das waren dann Grundlagen. Wetterhäuschen haben also um 1900 eine riesige Karriere gemacht. Sie sind überall positioniert worden. Wieso denn eigentlich? Ja, es war so. Da konnte man natürlich nicht an den Fernseher herlaufen und den Wetterbericht abholen. Oder auf dem Smartphone. Das war doch nicht möglich, oder? Und die Kurorte, die sind natürlich daran interessiert war, dass die Leute wissen, wie das Wetter ist. Ob und sie vor allem wandern und eine Gletscherbegehung machen. Dann auch die Landwirtschaft war natürlich angewiesen auf Wetterdaten. Mhm. Oder? Und aus diesem Grund haben vor allem dann um 1900, also 1895 bis 1920, haben dann die Kurorte angefangen, so Wettersäulen platzieren. Wie viel gibt es denn von denen noch in der Schweiz? Ja, es ist so, die Schweiz, ich bin im Inventarisieren und wir haben aber noch nicht alle. Und wenn irgendjemand von den Zuschauern nähere Daten hat, sind wir natürlich froh. Sofort dem Herr Vögeli Bericht machen. Es ist so, es dürften zwischen 25 und 35 original Lambrecht-Wettersäulen sein. Also das heisst, das sind noch so Kulturgüter aus dem letzten Jahrhundert. Richtig. Jetzt werden die irgendwann mal müde und dann braucht es den Doktor, der an offenem Herz operiert. Richtig. Das seid ihr, einer der wenigen, der das noch weiss. Was sind da für Instrumente, wenn wir jetzt da eure Auslegeordnung ein bisschen genauer anschauen, in diesen Wetterhäuschen versteckt? Das sind sehr interessante Instrumente. Und zwar haben wir hier den Temperaturschreiber. Mhm. Der ist 1905
produziert worden. Hat man einmal modifiziert, zu einem späteren Zeitpunkt, bei einer Restauration, nicht ganz stilrecht, aber doch gut. Aber der führt Buch, wie warm, wie kalt es war. Macht das auf einer Karte und da heisst Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, der hat ein mechanisches Uhrwerk drin, das eine Woche lang läuft. Also, der betreut, muss der am Montagmorgen aufziehen und muss Diagramm drauf tun. Und dann hat er eine Woche lang Ruhe. Mhm. Der geht von minus 35 bis plus 45 Grad, also Winter- wie Sommerzeit. Der 45 Grad braucht man in Zukunft wahrscheinlich, der Unterlevel ja, nicht mehr so. Das spielt keine Rolle, da können wir unten aufnehmen. Dann schneiden wir unten 20 Grad ab und setzen es oben dran. Gut. Also, das ist nicht so aber das heisst, man muss es unterhalten, genauso wie ja. das. Was ja. Ist das für das ist ein Messgerät? Das ist der Barograph. Und zwar ist das ein Luftdruckmesser, wie ein Barometer. Auch, wie beim Thermograph, der aufzeichnet. Die Dosen die dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen, je nachdem, wo der Luftdruck draufsteht. Mhm. Wird übertragen auf das Zeigersystem. Auch da haben wir eine Woche registriert. Ein Herzstück sind die ja. beiden Bullaugen, sozusagen, ja, die sind so wunderbar glänzen. Ja, von euch ist restauriert, nehme ich an. Ja, also. Wir haben hier den sogenannten Wettertelegraph. Wettertelegraph? Wettertelegraph. Und der besteht einmal aus einem Barometer, mhm. dann aus einem sogenannten Thermohygroskop. Das kennt, wahnsinnig das wissenschaftlich. Das kennt praktisch niemand mehr, weil das wird so in dieser Form nicht mehr hergestellt. Weil heute haben wir natürlich über Software und Rechner die Möglichkeit, die gleichen Funktionen zu machen. Wie hat man denn jetzt so Unterschiede in der Feuchtigkeit, oder ist das letztendlich? Feuchtigkeit und Temperatur kombiniert mhm. beim Thermohygroskop und beim Barometer ist es eigentlich das Gleiche wie da, nur anzeigend. Ja. Und dazu, zu dem Gerät, braucht es die Tafeln, die vorne sind. Mhm. Es ist natürlich auch so, da muss jeden Morgen um 8 Uhr muss einer die Zeiger, die unten dran sind, nachstellen. Ah, wieder auf damit Null, man nachher wieder auf Null, kalibriert ist. Damit man dann eine Differenz sieht. Mhm. Oder? Und aufgrund von dieser Differenz sieht man auf diesen schönen E-Mail-Tafeln, die drauf sind, wie der Trend vom Wetter sollte sein. Jetzt braucht es da ganz feine Instrumente, die die Veränderungen messen. Richtig. Und da habt ihr etwas Interessantes, nämlich was Feuchtigkeit anbelangt. Ja. Mit was wird das gemacht? Ja, Feuchtigkeit kann man auf 10 verschiedene Arten messen. Oder hätte es früher schon können. Mhm. Oder? Aber populär ist natürlich das Haarhygrometer. Oder? Das Haarhygrometer? Ja, Hygrometer, jawohl. Also man misst das mit Haar? Mit Haar. Und zwar wie geht das? Hat man einfach festgestellt, dass das Haar durch die Feuchtigkeit die Länge ausdehnt oder zusammenzieht. Wenn das Haar trocken ist, mhm. Dann wird es kürzer. Und wenn es feucht wird, wird es länger. Oder? Also da hat man Haar eingebaut? Richtig. Was für eine? Ja, es ist so. Bei den billigsten Instrumenten hat man früher Rosshaar genommen. Mhm. Bei den teuren Instrumenten, das sieht bis so hart. Das darf ist, ich das, darf ich das mal? Darf ich sie heben, aha. ist es Menschenhaar. Also von Blondinen? Zwar, ja, das ist sehr wichtig. Und zwar aus einem Grund. Man hat festgestellt, dass sich das blonde Haar stärker ausdehnt, wenn es feuchter wird, aha. als das schwarze Haar. Wir haben in der Firma mal von einer Sekretärin, die lange Haare hatte, schwarze abgeschnitten und haben so einen Haarschrank gemacht. Oder? Mhm. Aber dann haben sie nachher zum Kalibrieren viel mehr Mühe, weil sich das Haar zu wenig ausdehnt. Vorteil Blondine. Richtig. Gilt das nur für weibliches Haar oder auch für Männer? Es ist so. Es ging auch das männliche Haar. Aber die hat aber kurze man Haare. Hat natürlich das kurze gehabt. Man hat die in dieser Länge nicht bekommen. Wenn ich da ganz einen kurzen Einwand noch bringen darf, es gibt das als Spezialmesselement, sogenanntes Pernix. Und da haben die Frauen die Haare müssen durch eine Walze durchlassen, dass sie einen grösseren Querschnitt bekommen. Oder? Die Händen waren nicht neuer, aber sie haben schneller reagiert. Also möglichst dünn? Möglichst dünn.
mit einer grossen Oberfläche. Ihr macht die Renovationen mit einer grossen Liebe. Das spürt man auch mit einem grossen Kenntnis. Wie lange arbeitet ihr, bis so ein Wetterhäuschen wieder instand gestellt ist und eure Klinik als gesunden also, verlassen? Also wir rechnen Folgendes. Wir arbeiten ja vor allem am Nachmittag. Am Morgen machen wir pensioniert. Was machen wir am Morgen? Ja, wir gehen mit Frau und ich gehen miteinander in den Kaffee, dann machen wir Post, dann schauen wir die E-Mail an. Und ihr gehört auch noch mit dem TÜV? Ja, ja, im Sommer schon. Aha. Ja, ja. Frau von Sozius und dir vorne? Ja. Und aha. Dann, Herr Eschbach, auch wenn es regnet. Eben. Das ist spannend. Als Wetterfrösch, so zu sagen, muss das ist spannend, oder? Also zurück zur Frage, am Nachmittag arbeitet ihr an diesen Wetterhäuschen. Wie lange seid ihr dran? Wir rechnen jetzt für eine Station, die voll auf allen vier Seiten ein Instrument hat, wie es zum Beispiel in Pfäffiken Zürich oder in Chur oder jetzt wohl das neueste Projekt, das wir in Bearbeitung haben. Da rechnen wir ca. 5 Monate. 5 Monate? Ja, aber sie müssen natürlich... Döchterlet ihr da dran? Ja, aber sie müssen natürlich eins sehen, es ist dann nicht nur das Instrument selber, sondern es ist dann auch das äussere Gehäuse, der schöne Kupferdächer, der Sockel, der meistens ein Sandstein ist oder ein Granit, oder? Das muss auch aufgearbeitet werden. Und da arbeitet ihr mit Kollegen zusammen? Und da arbeite ich mit Kollegen zusammen. Mhm. Oder mit Fachleuten. Sie können sich vorstellen, diese Glasskalen da, die sind natürlich nach 100 Jahren teilweise kaum mehr leserlich. Oder? Mhm. Und da muss ich natürlich jemanden haben, der das kann. Und, also es ist eine wunderbare Arbeit, die ihr da macht und in dem Sinne auch ja, fast für unsere Kultur eine Erhaltungsfunktion hat, die einzigartig ist. Man muss eben eins sehen, Herr Eschbacher. In Deutschland, wo sie hergestellt worden sind, oder? Gibt es diese Stationen praktisch gar nicht mehr. Einfach durch die Zeit sind viele zerstört worden. Nach dem Krieg haben sie natürlich andere wichtige Sachen gehabt. Da sind die Wettersäulen überhaupt nicht mehr aktuell gewesen. Und heute gibt es keine mehr. Also, jetzt schauen wir mit Ehrfurcht am nächsten Wetterhäuschen hinter die Glasscheiben. Und wenn jemand, meine Damen und Herren, weiss, was noch eins gibt, unbedingt das dem Herrn Vögeli melden. Danke vielmals für das Gespräch. Alles Dankeschön. Gute. Danke, Herr Vögeli. Dankeschön. Ja, dann lassen wir da. Ja, merci. Alles Gute. Ja, und wenn wir schon vom Wetter haben, dann ist meine nächste Gesprächspartner eigentlich grundsätzlich als Gymi-Lehrer unterwegs und unterrichtet Wirtschaft und Recht. Aber viel lieber als vor der Klasse stehen, tut sie auf der möglichst grossen Welle reiten. Sie ist nämlich eine der besten Surferinnen in der Schweiz, die es überhaupt gibt. Und ist auch jemand, der immer wieder zeigt, den Beach Boys, die ja als Machos da probieren, auf ihrem Wellenbrett über die einzelnen Wellen hinwegzuschweben, dass sie nicht nur eine Exotin ist, sondern es mindestens so gut kann wie sie. Darum herzlich willkommen, Alena Ehrenbold. Hallo, Herr Ehrenbold. Guten Abend. Bitte. Die beste Surferin in der Schweiz und sie kommt aus der Innerschweiz, was lauter Berge ringsherum gibt. Wie kommt man da dazu überhaupt? Ja, also die Faszination fürs Wasser hatte ich schon als kleines Kind. Also immer, wenn es irgendeinen Teich hatte. Oder bisschen schwadern. Genau, bin ich reingekumpelt. Und dann hatte ich aber gar nichts mit Surfen am Hut. Und habe dann 2004, mein damaliger Freund war ein sehr guter Surfer. Und er hat dann gesagt, ja, ich surfe. Und dann dachte ich, ja, toll. Und dann hat er gesagt, ja. Du verstehst die Tragweite von dieser Aussage noch nicht. Das heisst, ich verbringe jede Minute am Wasser. Und dann habe ich gedacht, ja, gut. Ist auch schön, zündeln, bädeln. Genau, und dann hat er gesagt, ja, schau, es gibt zwei Optionen. Entweder du tust mich föteln oder du kannst auch surfen. Und dann dachte ich, nein, also das Föteln, das geht gar nicht. Ja. Probiere das auch. Und ja, es war schwieriger, als dass ich gedacht habe. Die erste Erfahrung auf dem Surfbrett, ein Haufen blaue Möse. Ein Haufen blaue Möse und ganz viel Salzwasser im Magen.
Aber ist der Virus schon gerade von Anfang an übergesprungen? Nein, also mein ganz erstes Surferlebnis war derart schlecht, dass ich ein Jahr nicht mehr gesurft bin und nachher alleine in einem Surfcamp bin und bei meinem Lehrer das dann wirklich geübt habe. Und, ja, also der Freund hat sich nicht als guter Surflehrer bewährt. Wie alle Surfer, mich inklusive gerechnet, ist es nicht sehr attraktiv, jemand anderem Surfen beizubringen, wenn man es noch gar nicht kann. Mhm. Aber ja, also ich habe es dann bei dem Surflehrer recht gut können. Und nachher muss man einfach ganz viel gehen, damit es dann eigentlich. Hat es denn irgendwann mal die ultimative Welle gegeben? Ja. Sagt, wow, jetzt. Ja, die hat es wirklich gegeben. Ich war also recht frustriert. Und dann irgendwann bin ich mal nach Indonesien gereist. Und auch dort, es hat einfach nicht so richtig geklappt, wenn ich das Gefühl hatte, dass das klappen sollte. Da habe ich eine grosse Welle verwünscht. Eine, die ich eigentlich nicht verwünschen wollte, weil ich ganz weit draußen gesessen bin. Dann war ich die einzige Person, die richtig gesessen ist. Und dann haben alle gesagt, gang, gang, gang. Und dann habe ich gefunden, jetzt kann ich nicht zurückziehen, oder? Sonst ist es gar nicht gut. Macht man sich zur Witzfigur. Genau. Oder? Mhm. Und dann bin ich dann wirklich in die Wellen hineingefahren. Und ich habe so wirklich noch nicht gut gesurft, aber ich habe sie verwünscht. Und das war das Erlebnis. Ich hatte so eine Wand neben mir und das Wasser hat so geschimmert. Und dann fand ich, das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich, seitdem hat es mich der Virus. Das Gefühl von Angst, jetzt verschnetzelt es mich. Ja, also es verschnetzelt einem eigentlich 90%. Nein, vielleicht ein bisschen weniger, aber es verschnetzelt einem schon noch recht viel. Also man darf keine Angst haben vor Wasser und man darf auch keine Angst haben vor unter dem Wasser zu sein. Das ist schon so. Was ist denn das Wahnsinnserlebnis? Ich glaube, es ist so der Moment, wo man eins wird mit der Natur. Also es ist immer unterschiedlich. Kein Tag ist gleich. Und es ist immer wieder irgendein magischer Moment dabei. Entweder das Licht oder das Wasser oder die Wellen oder der Strand. Also es ist einfach so ein Ganzheitsgefühl. Also im Moment, wo man surft, vergisst man eigentlich alles andere. Und man ist sehr bei sich. Es ist sehr fast schon so ein bisschen meditativ. Hat man das Gefühl, man sei in einem Aquarium, hat man noch Zeit, auch noch alles anzuschauen, was da um einen herum noch schwimmt? Ja, also mir ist immer mit vielen Tieren im Wasser. Und manchmal schaut man runter und man sieht gar nichts, weil es ist ganz dunkles, schaumiges oder dunkles Wasser, sandiges Wasser. Und manchmal ist es glasklar. Man sieht jedes Fischchen, das unten durchschwimmt. Oder man sieht Delfine, die in einen ganzen Schwarm kommen. Oder ich habe auch schon Pinguine gesehen. Oder Seehunde sieht man öfters. Und, Also, es ist so etwas wie eine Sucht. Ja, man kann das, glaube ich, schon so sagen. Ja, es ist einfach. Es ist ein Moment, wo sehr intensiv ist. Und alle Momente, die sehr intensiv sind, die machen irgendwie süchtig. Dort, wo es tolle, grosse Wellen hat, der hat so Haufen Surfer, gibt es dazwischen ein Verkehrschaos. Ja, das gibt es wirklich. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Man muss sich an die Regeln halten. Und man muss auch einen gewissen Respekt zeigen. Und schauen, dass man natürlich niemanden überfährt und dass man den anderen Surfer auch eine Chance lässt. Und, Gibt es so Regeln? Das heisst, das ist deine Welle, bitte. Ja, das gibt es. Zwar immer der, der näher an dem brechenden Teil ist. Weil es gibt nur einen Surfer pro Welle. Es ist eigentlich ein relativ egoistischer Sport. Weil wenn man die Welle hat, dann ist es. Dann gehört sie einem. Dann gehört sie einem. Und dann will man auch nicht, dass jemand reinfährt. Weil wenn ich hier zu fahren komme und mir jemand reinfährt, dann wird es gefährlich. Genau. Wenn man diese Wellen sucht, das heisst, muss man ja auch dauernd unterwegs sein. Ja. Der hat ja auch noch einen anständigen Beruf. Sie sind Gymnasiallehrerin. Wie führt ihr ein Doppelleben? Ich habe lange ein Doppelleben geführt. Also 5 Jahre lang war ich an einem Gymnasium und an der Erwachsenenmatura an Wirtschaft und Recht gegeben. Und im letzten Sommer habe ich mich entschieden, ein bisschen mehr auf die Karte Surfen zu setzen, so gut das halt geht als Schweizer Surferin. Und gebe momentan einfach Stellvertretung in der Schweiz, um das Kessel zu füllen. Und habe ich eigentlich so ein bisschen 3 Standbeine. Ich gebe Coaching für andere Surfer und insbesondere für Surferinnen. Und ich schreibe einen Artikel und ich produziere einen neuen Surffilm. Ist man denn als Frau ein bisschen Exotin, das blonde Tussi? Ja, also die blonden Haare kommen vor allem vom Salzwasser und von der Sonne. Aber man ist schon ein bisschen ein Exot, weil es ist eine sehr
Es ist ein sehr anstrengender Sport. Man braucht ja, einen relativ grossen Anteil Mut und viel Kraft. Und ja, es sind nicht so viele Frauen, es werden immer mehr, aber es sind noch nicht so viele Frauen. Und all die Muskelprotzen, die der jeweils als Beach Boys mit brünntem Oberkörper am Strand stehen, staunen die zwischen ihnen, wenn ihr die bessere Welle verwünscht und länger oben drauf bleiben? Ja, das passiert schon etwa mal. Mhm. Also, es ist einfach. Ja, ich glaube, meistens ist es so der Aha- oder der Wow-Effekt. Ich kann das ja auch noch. Ja, eher, wenn ich sage, woher ich komme, meistens denkt man, ja, irgendwie Australien oder Brasilien oder sonst irgendwie irgendeine Ortschaft vom Meer. Und wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, dann schauen sie manchmal schon ein bisschen. Das heisst, ihr müsst dauernd reisen. Und ja. Diese Reiserei kostet Geld und dann reicht es dann vielleicht nicht mehr für eine 5-Sterne-Unterkunft. Nein, manchmal ist das sehr simpel. Manchmal ist es halt ja, ein Strohsack oder ein, ja, ein Hütchen irgendwo am Strand. Also man darf sich da nicht irgendwie etwas Glamouröses vorstellen. Ja, Surfen ist eine Randsportart und ja, wir sind einfach unterwegs. Aber ihr werdet nicht gesponsert, vielleicht Red Bull noch am ehesten, von 1000 verschiedenen Unternehmungen. Ihr müsst wirklich selber schauen, dass ihr über die Runde kommt. Ja, also es ist wirklich eine Randsportart. Das merkt nicht nur ich, das merkt auch unser Verband, Swiss Surfing Association. Wir sind einfach, ja, wir sind eine Randsportart und wir müssen schauen, dass wir irgendwie über die Runde kommen. Surfer haben also eine eigene Ethik. Also bei den Fischern sagt man, ich habe einen Fisch rausgeholt, der war so gross gewesen, zwischen den Augen. Und bei den Surfern ist es genau umgekehrt. Ja, genau. Also, man versucht, also, es ist eine komische Sache. Und zwar sagt man eigentlich hinter, auch wenn die Welle vielleicht 6 Meter war, ja, es war Kopf hoch gewesen, oder ein bisschen drüber. Aber man tut untertreiben. Man tut immer untertreiben, ja. Was war denn eure höchste Welle gewesen? Ja, so Kopf hoch. Ja, also jetzt so, ja, ich weiss nicht, etwa 6-7 Meter. Vielleicht plus 2. Ja. Ja. Wenn so ein Ungetüm. Ich bin jetzt kürzlich auf einem Schiff in der Antarktis unterwegs und dort hat man auch etwa so 7-8 Meter hohe Wellen gesehen. Und sagt sich, yes, das ist ja wahnsinnig. Und jetzt bin ich noch ungeschützt, so auf einem Brett. Hat man da nicht zu schudern? Ja, also man hat sicher das Schudern. Ich habe immer das Schudern, wenn es gross ist. Aber es ist so eine Kombination zwischen ja, eben, ich will das und gleichzeitig eigentlich will ich das nicht. Ja, aber gleichzeitig, ja, es ist dann nicht genau. Und ja, ich glaube, es liegt nicht jedem so grosse Wellen surfen, aber ich finde es schon noch, ich finde es schon noch faszinierend. Ja. Man darf ja bei den Frauen das Alter nicht sagen, die sind noch so jung, dass sie mir jetzt wagen, eine Zahl rauszulassen, um die 30. Wie lange kann man das machen? Also, der Kelly Slater ist einer der bekanntesten Surfer und ich glaube 12 oder 13-fachen Weltmeister, immer noch bei den Top 10. Der ist jetzt 43. Also, der hat noch 15 Jahre. Genau, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Genau. Dann wünsche ich, wie sagt man, good wave, ja, enjoy, ja. Was auch immer. Und habe Sorge trotzdem. Danke mehr vielmals. Ist nicht ganz unfair. Ja. Danke vielmals, Lenina. Alles Gute. Danke schön. Meine Damen und Herren, mein nächster Gesprächspartner, das ist einer, der das Leben lang immer ein bisschen gegen Strom geschwungen ist. Ein Theaterpirat, kann man sagen. Gewisse haben das Gefühl, er ist ein bisschen ein Spinner, aber er war einfach immer einer, der seine Träume gelebt hat. Und das nicht nur in der freien Theaterszene, sondern vor 20 Jahren hat er sich entschlossen, ein sozusagen schwimmendes Varieté ins Leben zu rufen. Nämlich Theaterbaracke, er sagt der Herzbaracke, wo jeweils am Zürichsee unterwegs ist und hauptsächlich in den Wintermonaten am Bellevue bestehen bleibt und damit und dort drinnen auch seine Gäste immer wieder zu überraschen. Mit dem, was er macht, nämlich mit überraschendem Theater. Und in diesem Sinn ist er eben auch stolzer Direktor der Herzbaracke. Und darum herzlich willkommen, Federico Pfaffen. Hier bin ich. Jetzt hätte ich Spaß. Herr Pfaffen.
Wenn ich euch so anschaue, habe ich manchmal das Gefühl, erlaubt mir die Bemerkung, dass dir eigentlich gar nicht so richtig in unsere Zeit passt. Stimmt das? Ja, es stimmt insofern, dass ich finde schon so die Zeiten, wo es Putschen gehen und Damen in rauschenden Kleidern und Prinzen sind auf dem Ross und haben sie geraubt und in den Wald entführt. Also die Zeiten, ich will die Zeiten schon. Aha. Ja, das gefällt mir. Das heisst, euer Leben ist Theater, Drama. Ja, Drama. Mein Theater ist Drama. Sie haben ja vorher gesagt, habe ich gehört, ich spinne ein bisschen. Mhm. Das grösste Kompliment, ja, das man einem Schweizer machen kann. Finde ich wunderbar. Das finde ich wunderbar. Nein, ich liebe das Drama. Und so habe ich nicht letztendlich auch das schwimmende Salontheater auf dem Bellevue gebaut. Ich kann es jetzt leiten mit einer wunderbaren Frau, einer Piratin, Nicole Gabatuller. Und meine Tochter Dana Pfaffen ist dabei. Es ist ein Abenteuer und das liebe ich. Ist das schon als Kind so gewesen, dass du das Drama gerne gehabt? Ja, ich bin aufgewachsen mit der russischen Literatur. Ich habe mich dort völlig versteckt. Meine Mutter hat das unterstützt. Ich habe mich sogar mal verwechselt mit dem Raskolnikow. Ich sehe den, der Kosmos unterzeugen kann. Also ich habe mich Dostojewski völlig, Dostojewski, Tolstoi, Puschkin, Gogol. Ich habe mich identifiziert. Ich habe meine Irine, die verschleiert am Fenster vorbeigelaufen sind. Und ich habe gewunken, sehnsüchtig. Das waren meine Lieben, meine Prinzessin. Mhm. Freies Theater hat er immer gemacht. Was wollt ihr den Leuten mitgeben? Ihr seid sogar mit den Elefanten über die Alpen. Ja, ja, ich bin mit den Tunnen mit Elefanten über die Alpen. Ich habe eigentlich immer geliebt Theater, das sich bewegt, wo kommt, wo geht, wo in den Köpfen zurückbleibt. Eigentlich Zauber, Wunder. Ich gehe auch, wenn ich mit der Herzbracke weg bin, gehe ich am anderen Tag schauen, wie ich weg bin. Aha. Das fasziniert mich total. Habt ihr euch zwischen wieder gesehen, wo ihr schon weg seid? Jawohl, eben. Also, da wäre ja der Lucky Luck auf seinen Schatten. Ja. Aber ich kann dann wirklich, ich höre noch Musik, ich höre noch alles. Und es ist einfach nur noch da drin. Und das finde ich faszinierend, dass es fließend ist, beweglich, dauernd. Es ist dauernd anders. Dass ich könnte nie einen festen Ort Theater machen. Herzbaracke, das ist ja wirklich ein unglaubliches Projekt. Ja. Ein Floss, zweistöckig, ein Theaterschloss. Ja. In Zürich, in der kalvinistischen Stadt, da steht ja jedem Beamten die Harzberg. Nein, das ist nicht so. Also erstens einmal habe ich ein Heimspiel, weil viele Beamte sind Walliser, bin ich euch. Und da bin ich Bündner, bin ich auch. Und vielmals sind das Sättig von meiner Heimat. Und da tut man einander natürlich helfen. Und ich kann wirklich sagen, viele sagen, das ist unmöglich in Zürich. Stimmt nicht. Wenn man geht reden, geht zeigen, ich mache Pläne, ich begeistere, dann sagen die eigentlich wieder, Kriebühl von der Schifffahrtskontrolle hat zuerst am Anfang gesagt, du spinnst, von dir habe ich keinen Plan, du kannst nicht bauen. Am Schluss war er der, der mir Nummern gebracht hat und mir gratuliert hat für das schöne Werk. Also man kann in Zürich kann man etwas machen, man muss sich nur in die Augen schauen. Das klingt toll. Wie ist eigentlich die Idee entstanden? Die Idee ist entstanden, darf ich das sagen, ich habe zwei Flaschen wie morgen um 4 Uhr in der Splendid Bar getrunken und feinmal hatte ich die Vision, ein blaues Haus auf dem Zürichsee. Da habe ich mir vorgestellt, wie im Zollikerberg der Emil zum Fenster raus schaut und sagt: Rösli, Rösli, komm schauen, da schwimmt ein Haus vorbei. Ja. Und dann, wenn sie kommt, Rösli raus schaut, ist Zuschau vorbei. Ja. Dann sagt sie: Habe immer gesagt, du spinnst. Und am anderen Abend schaut das Rösli raus und sagt: Hans, komm, ein Haus laufen. Und wenn er kommt, ist wieder vorbei. Und dann denken beide, sie spinnen nicht. Und das kann man sich nähern. Jawohl, im Spinnen. Das hat mich fasziniert. Dass Haus rund um den See. Ja, ein Zauber rund um den See. Ja. Jetzt muss sich natürlich so ein Floss an den Wetterkabriolen stellen. Ja, das kann man sagen. Wie manchmal war schon Sturmwarnung und dir geschlottert? Also, ich könnte. Wir sind einmal sind wir gefahren von Rapperswil Richtung Horgen. Und dann haben wir gedacht, nach dem Duschen, haben wir gedacht, ja, wir mögen noch durch, wir mögen noch durch. Und dann auf einmal hat es einfach Wind. Einfach tun, dann haben wir gesagt, gehen wir im Pfeffer landen. Nein, komm, wir mögen durch, wir mögen durch. Und dann ist die, es gibt auf dem Zürichsee so eine Art Taifun, da kommen ganz schwarze Wände, der ist in uns reingedonnert, der GPS ist auf den Boden runtergefallen, die Tür ist verschlossen, wir konnten nicht mehr raus. Können. Ich konnte erst nach einer Stunde alles können öffnen, raus. Und es hat tun und gemacht. Die Seepolizei hat auch nichts machen, weil wenn du auf dem See bist, im Sturm, dann kann dir niemand helfen. Dann haben wir uns das erste Mal an der Reling abgebunden, haben Bier getrunken und gesagt, jetzt gehen wir runter, jetzt gehen wir runter, jetzt gehen wir runter, im Sturm und Wetter. Und haben tun wie die Wahnsinnigen. Und jetzt sind wir aber 12 Stunden gefahren auf dem See. Berg, Tal, Berg, Tal. Und dann haben wir dann können in Horgen, haben wir dann können notlanden. Das ist natürlich auch schwierig, wenn das so tut. Klar. Als wenn sie und das ist schon nicht gerade so ein seetüchtiges Gefährt. Ja, das ist dann schon. Mal, das ist seetüchtig. Ja, ja, sehr, gut, aber es ist so. Es ist sehr hoch, es ist windanfällig. Das kann man sagen. Kann man wohl sagen. Ja. Wenn der angelegt seid, stürmt,
Schlafen Sie auf dem Schiff? Ja, ich mache eine Sturmwache. Und das ist ein wunderschönes Erlebnis, weil ich liebe ja Stürme. Und dann windet es. Und dann tut das Holz knarren wie ein alter Windjammer. Und dann, wenn am Morgen das loslässt und Licht wird und das Wasser wird ganz flach, dann ist das, Herr Eschbacher, das ist eine Wiedergeburt. Das gönne ich jedem. Man kann auch zu mir einmal kommen in der Nacht. Das ist eine Erhebung. Das ist eine Seele. Reinwaschig, das ist eine Inkarnation. Das ist wahnsinnig. Wirklich. Wirklich. Das ist unglaublich. Aber die wollen nicht konstant auf dem Schiff. Nein, das darf man ja gar nicht. Mhm. Man muss ja eine feste Adresse haben. Aber ja, ich bin schon viele Nächte im Dunkeln. Das ist schön, da höre ich klassische Musik. Nein, das ist ein Traum. Wo seid ihr sonst daheim? Ich habe gehört, es habe in eurer Wohnung auch noch Mitbewohner in Form von Gästen. Ja, jetzt müssen Sie mich fragen, wieso wissen Sie das? Gestern Nacht, ich sage Ihnen, ich liege im Bett und auf einmal höre ich, ich schwöre es bei Gott, hat's gemacht. Und ich habe umgeschaut und habe gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt sind Sie wieder da und es hat wirklich Geister. Wirklich. Was macht ihr mit denen? Ja, ich zucke zusammen, ich gehe wirklich, ich bin ein verdammter Angsthase. Mhm. Ich gehe unter die Deckbette, verkrieche mich total, schaue wieder raus. Und wenn ich etwas höre, dann höre ich natürlich, ist alles sind den Geister. Dann stehe ich, aber dann bin ich mutig. Heldenhaft stehe ich auf, nehme ein dickes Buch an die Hand. Ich habe das Gefühl, das schütze mich, das dicke Buch, sieht gescheit aus. Und dann gehe ich raus und suche die Geister. Und sage einmal, hör einmal auf, lass mich mal in Ruhe. Ihr könnt da bleiben, aber du nicht schlafen wie ich. Ja. Nicht Lärm machen und einen wecken. Ja, so ist es genau. Mhm. Ja, die wecken mich. Ja. Der hat gesagt, das Boot ist jeweils im Sommer unterwegs. Also wir sind so, wir sind im September in Talwil, in Stefan im Oktober, im Winter in Zürich. Übrigens Zürich, vielen Dank, dass wir dürfen. Übrigens sage ich gerne in Zürich, wir haben immer volles Theater. Und nachher gehen wir weiter nach Rapperswil. Und dann im Sommer dürfen wir immer im Kippa-Kaffee liegen. Und dort immer schleifen, bauen, verputzen wir den ganzen Stutz, machen alles wieder tiptop schön. Und im September fangen wir wieder an. Was erleben die Leute bei euch am Schiff? Bei uns erleben die Leute, also die, die essen, die kommen am Abend, am 7. Also ich darf sagen, eigentlich, am Nachmittag fängt es ja an. Da kommen Mütter mit den Kindern. Da zeige ich den Kindern alle Musikautomaten. Und dann sehe ich die grossen Augen der Kinder. Und dann, wenn es Abend wird, kommen die Leute zum Apero, gehen hinten raus, gehen den Taguntergang schauen. Und dann am 7. kommen die Ersten, die essen. Man kann bei uns gut essen, wir haben eine legendäre Suppe. Und dann nachher auf die halbe. Also die Suppe ist so gut, ich sage, das kann man gar nicht glauben. Und dann nachher kommt. Das ist wirklich. Ich esse die jeden Tag, schaut mich an. Ja, ja. Die macht schön. Und dann um 8:30 fängt das Programm an und dann haben wir. Ganz hochstehendes Programm. Heute haben wir Vite Kornatski. Das ist einer, darf ich wirklich sagen, von der besten Klarinettisten mit Gitarristen. Dann haben wir aber Flamenco-Tanz. Wir haben der Ferruccio Gainer und wir haben Gabriel etc. Gibt es eine Herzdame? Eine Herzdame? Mhm. Jawohl, das ist Nicole Gabatuller. Die leitet es mit mir. Und selbstverständlich, meine tiefste Herzdame ist Anna-Sophia Pfaffen. Die sitzt dort hinten. Das ist meine Tochter. Und nebenan der Tizian. Das sind dann meine Herzschätze. Die Nicole, ja, das ist die wahre Herzdame. Das ist meine Liebste seit 10 Jahren. Mhm. Ist wunderbar. Die ist eine wunderbare. Ein bisschen jünger als dir. Die ist um einiges jünger. Die hat sich verliebt und ich weiß eigentlich nicht, warum in mich. Ich muss ein Geheimnis haben, aber ich weiß es selber nicht. Sie weiß es vermutlich. Ja. Gibt es eine Seelenverwandtschaft? Ja, es gibt eine Seelenverwandtschaft, in der wir beide ganz gerne Literatur haben. Wir gehen auch gerne in Kunstausstellungen. Wir sind gerne allein in den Bergen. Also wir haben ganz viel Seelisches. Und wir haben uns ja auch 3 Jahre jeden Tag einen Brief geschrieben. Nur seelisch, und zwar per Sie. Ich rate das allen an. Per Sie, schönste Briefe, immer schönere, schönere. Auf einmal war ich in Zürich. Da habe ich wirklich jeden Freitag, Samstag kann ich ihre Blumen bringen lassen. Also wir haben das ganz fein angefangen, die Blumen wachsen lassen. Und ich denke mir, das ist das Credo von mir, die Blume der Liebe langsam wachsen lassen. Wow. Aber, aber jetzt seid ihr auch näher gekommen. Ja, also sehr zart näher. Zart? Zart, ja. Wirklich, ich habe das auch gerne. Ich kann gerne zart hart. Ich kann ja selber, ja, das ist 40 gegenüber. Danke vielmals. Danke ich vielmals. Und weiter viel Erfolg. Danke vielmals. Und dass ihr keine Herzbaracken habt. Es ist ein homöopathisches Mittel gegen Herzbaracken. Eben. Ja. Danke. Danke vielmals. Tschüss. Bitte sehr. Danke, tschüss.
Das Feuerwerk ist der Federico. Wunderbar, so ein Mensch braucht es. Genauso wie meine nächste Gesprächspartnerin. Sie war im Wallis eine der ersten Frauen oder Mädchen, die mit damals noch im Rock und mit Fasstübli der Berg abgeschifahren ist. Und mit, als junge Person nach der Hochzeit hat sie vor 60 Jahren in Brig, vor 60 Jahren, muss ich genau sagen, in Brig der elegantesten Schuhladen eröffnet, bis im 93 ein furchtbares Unwetter ihr ausgenommen hat und alles zerstört. Aber aufgeben war für sie nie eine Option. Und darum, seit 18 Jahren, führt sie oben auf der Furka einen Souvenirladen. Und das, meine Damen und Herren, notabene mit 86. Ja, den Jungbrunnen, den wollen wir lernen kennen. Herzlich willkommen, Sophie Harnisch. Frau Harnisch, schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Wir passen ja perfekt zusammen. Ha. Hey, 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 so schick. Nicht so gut. Selbstverständlich elegante Schuhe. Ja, ja. Ich habe vergessen, die schöner anzulegen. Die schöner hat er. Ja, die hat er noch oben im Sack. Ah, noch schönere. Ja. Kann man eigentlich aufgrund der Schuhe auf die Menschen schließen? Auf? Aufgrund der Schuhe auf die Menschen schließen? Ja, okay. Wenn gibt's Alarmglocken, wenn jemand so Turnschuhe an hat wie ich, oder wie ist das? Das lege ich nie an. Das lege ich dir nie an. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Nein, Turnschuhe lege ich nicht an. Nein. Nichts, was ich höre. Nein, leider nicht. Nein. In eurem Alter, Frau Harnisch, ja, sitzen die meisten auf dem Ofenbänkli und stieren in die Landschaft. Ah, nein, lieber nicht. Nein. Wo habt ihr die Energie her? Ich glaube, von meiner Mutter. Die hat auch so eine Energie gehabt. Die ist 98 Jahre gekommen. Die hat immer gesagt, noch sich selber nie bedauern, immer weitergehen. Das ist euer Lebensprinzip? Das ist mein Leben, ja. Schon als junges Mädchen seid ihr so ein Revoluzzger und seid schon auf der Ski gestanden, als eine von den ersten überhaupt. Ja, einmal im Briggerberg, in Riedbrig, wo ich aufgewachsen bin, bin ich der Erste für Ski. Gell? Die Buben haben natürlich so Fassetubla gekriegt. Fassetubli, sagen das wir sind denen, so ja, genau. Ja. Und dann habe ich die halt auch genommen und bin auch mit dem Rock Ski gefahren. Da haben mir alle die Buben haben mich natürlich ausgelacht. Aber und dir hat doch aber nicht leicht. Mir ist das gleich. Ja. Vor 60 Jahren habt ihr einen Schuhladen aufgemacht in Brig. Ja, ja. Man sagt, der elegant ist damals. Was war der Grund, dass ihr auf Schuhe seid? Also der Grund war, dass ich habe mich verliebt in meinen Mann und der wollte ich heiraten. Und nachher hat es keine weißen Schuhe müssen kaufen. Gell? Und dann hat es Brig keine weißen Schuhe gekriegt. Und dann habe ich gesagt, voilà. Wir sollen ein Schuhgeschäft aufmachen. Wegen der weißen Schuhe, die ihr nicht bekommen. Und in Sitten habe ich den weißen Schuh gekriegt. Und nachher sind wir auf die Hochzeitreise. Und als wir zurück sind, haben wir angefangen zu planen. Und dann haben wir, das ist der erste Sohn geboren. Und nach, in dem Jahr haben wir das Schuhgeschäft aufgetan. Was hat der Mann gefunden, dass jetzt seine frisch angeheiratete Frau... Ja, mein Mann war für die Postbeamter. Er ist geblieben für die Post und ich habe natürlich das Geschäft geführt. Ja. Mhm. Das Geschäft hat gleich mal floriert. Hat er ihn angestellt als Verkäufer? Nein, er ist nie Verkäufer gemacht. Nein. Aber er hat, nachher ist er von der Post gegangen, wenn es gut gelaufen ist. Und hat er mir geholfen, ja. Aber er hat, glaube ich, grünere Daumen gehabt, als er euch beim Geschäft helfen konnte, oder? Ja, das schon. Das lieber ist... Tomaten gezüchtet? Ja, er hat 600 Gramm gegen Tomaten. Hat er? Ja, in seinem Garten, ja. Sehr Freude am Garten. Das Geschäft ist lang sehr gut gelaufen. Ja, nachher ist die grosse Sündflut über die Brücke. 1993. Ja. Wie habt ihr diesen Tag in Erinnerung? Also, den Tag habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Am Anfang ist einfach Wasser gekommen. Da war man ganz baff, dass Wasser da die ganze Bahnhofstrasse abgeht. Und hat noch gar nicht an so etwas Schlimmes gedacht. Gell? Und plötzlich sind Autos gekommen, sind Fernseher gekommen, sind Stühlchen, sind Tische gekommen. Alles Mögliche ist da gekommen. Und das Wasser ist immer höher gekommen und höher gekommen. Und ist natürlich ins Geschäft rein, überall in die Geschäfte. Und dann hat man Angst bekommen. Und ich habe probiert, zuerst noch Schuhe zu retten. Aber das war blöd. Das war Hopf und Malz verloren. Aber ich werde dann den ersten Stock gehen. Ich habe Gott sei Dank einen ersten Stock gehabt.
Und im ersten Stock sind Sie dann sozusagen gerettet worden? Ja, das ist dann, nachher ist ein Helikopter gekommen. Meine Schwiegertochter ist auch noch mit Mami gekommen. Die konnte nicht mehr über die Straße laufen. Und wollte nur ganz schnell noch Milch haben. Und das war unmöglich, irgendwo Milch zu bekommen. Jetzt musste ich in ein Haus Portugaliten und fragen für Milch. Und das hat sie bekommen. Und nachher musste der Herr Insulin haben. Und da ist ein Helikopter aufs Dach, wie ein flaches Dach, Gott sei Dank. Und dann ist er mit dem Helikopter landen vom flachen Dach und er hat uns zu Hause gebracht. Meine Tochter, also meine Schwiegertochter, das kleine Mami und mich. Und mein Sohn hat mit zwei deutschen Herren, die nicht mehr weiter können, in dem Geschäft im ersten Stock geblieben die ganze Nacht. Und wir haben uns dann kennengelernt. Das hat für euch aber auch bedeutet, dass das Geschäft ruiniert ist? Ja, das schon, ja. Ja, wenn man dann nachher zurück ist, nach ein paar Tagen, hat man können, das Zeug alles anschauen. Das war also ganz schlimm, ja. Das ist, alles war kaputt und das ist wirklich ganz schlimm. Das geht einem in so einem Moment durch den Kopf, Frau Harnisch. Ja, was machen wir, gell? Was ist, alles ist kaputt, alles hat man verdutzt. Entschuldigung. Ja, ist immer noch etwas, was euch ganz stark beschäftigt, weil eine ganze Lebensexistenz. Ja, es war einfach fertig, gell? In kürzester Zeit fort ist. Drei Mühe keine Tochter. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, macht doch nichts. Das gehört dazu. Ihr musste das Geschäft zumachen. Ja, wir haben wieder alles wieder neu gemacht und alles aufgebaut. Aber meine Kunden sind halt. Die Brieg war einfach eine tote Stadt. Und die sind nicht mehr so cool. Ich hatte sehr viele fremde Gäste, also Deutsche, die die Schale hatten. So. Und die, das und die haben gewusst, dass man bei euch. Schöne die schönsten Schuhe ja. Bekommt. Und sie haben sogar gesehen, drei. Schönere als Berlin auf der Köhe. Ja. Und ihr habt am Schluss müssen. Ja, nachher haben wir noch so ein paar Jahre probiert und es ist einfach nicht mehr so gegangen wie vorher. Und meine Mast ist gestorben. Und nachher haben wir einfach das Geschäft aufgegeben. Mhm. Aber ihr habt gesagt, aufgeben ist jetzt. Ja, aufgeben. Einfach. Es geht weiter, gell? Es geht weiter. Und, dann habe ich zuerst Pflegehelferkurs gemacht. Ich dachte, ich müsste einfach mitgehen. Und dann hat meine Cousine habe ich die gefragt, für der Mütter zu schauen von ihr. Und dann hat sie gesagt, ja, wir könnten dich für etwas anderes brauchen. Wir könnten dich für die Furka brauchen. Und dann bin ich halt auf Furka gegangen. Und dann bin ich 18 Jahre jetzt auf der Furka. Auf der Furka macht ihr ja. Was genau? Also das ist ein Bazar, ein grosses Bazar, das führe ich. Und Bestellungen mache ich alle selber. Und was kauft ihr denn in diesem Bazar? Ja, alle Blunder, allerlei. Alle Blunder, die Freunde? Glocken, Japaner kaufen Glocken und einfach so alles verschiedene Sachen. Also Souvenir? Souvenir, ja. In wie vielen Sprachen unterhaltet ihr euch mit euren also, Gästen? Also Französisch kann ich sehr gut, Deutsch kann ich auch gut, und Englisch kann ich so ein bisschen, es geht gerade so. Und Italienisch kann ich auch ein bisschen, aber es geht ganz gut, ja. Gibt es so Renner in diesem Bazar als Souvenir? Ja, also aber das sind verschiedene. Die Japaner kaufen Glocken. Mhm. So also kleine Glocken, für heimzunehmen. Wie Kühlglocken, wie sagt man denen? Das gibt es allerlei, was kaufen. Also, geschnitzte Kuhli. Ja, das auch. Ja, das auch. Und einen Haufen und Sackmesser nehmen. Sackmesser, jawohl. Für Victorinox kaufen sie viel. Und ja. Also Schlüsselanhänger, wo ein Schweizer Kreuz drauf ist und so alles. Also. Mit 86 arbeitet ihr immer noch? Ja, jetzt bin ich schon 87. Der Zähler, Entschuldigung! Ein Zähler ist schon 87. Dezember hat er Geburtstag gehabt. Ja, ja, ja. Steht dir jetzt irgendwie eine Pensionierung bevor? Nein, gar nicht. Nein. Also ich will jetzt aber ich will jetzt schon ein bisschen abbauen, gell? Ein klein. Ja, ein klein. Ich habe dem Chef gesagt, jetzt will ich nur mehr Halbtag schaffen, also nur mehr 50% schaffen. Mhm. Die müsste einfach jemand lügen, gell? Hat er schon einen Nachfolger? Ja, nein. Ja, müssen wir einen suchen? Ja, das wäre so super, wenn ihr einen. Gut. Was muss sie mitbringen? Also sie müssen vor allem, weil ich das Geschäft gerne geschafft habe, gerne in den Bergen sein. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig, weil man Berge ist nicht so einfach. Aber die wohnen ja nicht in der Vorkabe, sondern immer also, noch. Ich wohne schon zu Brieg, aber ich kann nicht jeden Abend am Abend auf Brieg. Ah, der hat noch ein Zimmerli oben? Ja, ich habe ein Zimmerli da, ja. In der Gletschergrotte? Nein, dann tue ich immer die Leute in die Gletschergrotte. Mhm. Die gehen immer in die Gletschergrotte.
Also sie muss gerne in den Bergen sein? Sie muss gerne in den Bergen sein. Sie muss etwas verstehen von Geschäft. Und ich bin für die Leiter, für die angestellten Leiter, also so die Verkäuferinnen. Das sind meistens habe ich so Schülerinnen, die während der Ferien oder so kommen. Können wir helfen. Wie viele seid ihr denn dort oben? Wie? Wie viele seid ihr denn? Das wäre so 6 in der Hochsaison. Ja, also ja. Ihr müsst auch richtig auch als Geschäftsführer amtieren. Ja, ja, ja. Also gut, wer Lust hätte, in die Furka zu arbeiten, irgendwo in der Nähe vom Gletscher, melden bei der Frau Harnisch, es wäre eine 50%-Stelle zu haben. Ja, dann hättet ihr ein bisschen mehr Zeit, um euch auch ein Spürchen auszuruhen. Macht es manchmal Angst, wenn man älter wird? Wenn man älter wird, ja, schon so ein bisschen. Aber also mir geht es eigentlich noch. Ich habe noch allerletzte Tür und ich gehe noch zu meiner Tochter auf Zürich, den Kleinen schauen. Die 2 Mädchen und das tut gut. Ich habe noch gar nicht so Angst vom Alter, muss ich ehrlich sagen. Also das Lebensrezept heisst Neugier und sich auch beschäftigen. Einen Stundenplan zu haben. Einfach etwas arbeiten, ja. Nicht am Schluss wie Gemüse in der Landschaft stehen. Jawohl, ja. Mhm. Und zum Aschbacher gehen. Ja. Das Leben hat alle Auf und Abs. Ja, man hat gespürt, viel, auch die Wetterkabriolen bringen zum Teil auch viel Elend. Was ist so eure Lebensdevise grundsätzlich? Ja, was soll ich? Ja, einfach. Aber sich selber nicht bedürfen. Sich selber nicht bedürfen, ja. Und immer vorwärts gehen und immer Gesellschaft schauen. Ich habe Kolleginnen, die immer mit mir kommen. Und das tut gut. Ja. Wir gehen immer ins Konzert von meiner Tochter. Eure Tochter ist Sopranistin, eine grossartige Sängerin, auch schon mal bei uns Gast. Ja, schon mal, ja. Und in dem Sinne ist auch Musik eine Inspiration. Mhm. Wir können viel lernen von euch, Frau Harnisch. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Besuch seid gekommen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen jetzt auch weiterhin viel Erfolg auf der Furka, dass Haufen Japaner Glocken kaufen. Ja. Dass die immer noch gut zweckligen und hoffe, dass ihr eine Nachfolgerin findet, dank nicht zuletzt das wäre schön. Dank zum Herrn Aschbacher. Ja. Genau. Das wäre schön. Ja. Das wär alles Gute und ganz herzlichen Dank. Danke vielmals. Ja, danke. Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ihr habt gespürt, das Leben bringt manches Ungefähl, aber dass man auch all diesen Kabriolen, sei es jetzt durch das Wetter oder durch andere Ereignisse, kann die Stange halten, braucht es einen gewissen Optimismus. Wenn wir den euch mit unseren Geschichten können weitergeben können, dann sind wir ganz glücklich. Jetzt geht es aber noch etwas weiter mit dem NZZ-Format. Und dort geht es um die Ahnenforschung. Und wir freuen uns auf euch. Nächste Woche, am Donnerstag am Abend wieder, habt Sorge zueinander und geniessen das Leben. Das ist das Wichtigste. Ciao zusammen, schlafen gut.